Hallo! Hallöchen, ihr Lieben! Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder in Erzähllaune. Ja. Um welches Thema geht's? Reisen in Corona-Zeiten, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, und dadurch, dass wir ja letztes Jahr ziemlich viel unterwegs waren, haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal ein Video dazu, denn wir können uns gut vorstellen, dass das Thema ein sehr interessantes Thema für viele von euch ist. Da sich einige auch vielleicht gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist. Kleiner Spoiler, es ist möglich. Ja, und zwar waren wir 2021 insgesamt in 5 Ländern unterwegs und insgesamt 5 Monate unterwegs. Unter anderem auch in Risiko- oder Hochrisikogebieten und wie ihr sehen könnt, wir sitzen hier, wir sind top gesund und munter und von daher sollte man sich vielleicht von dieser Einstufung gar nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ja, vielleicht auch nicht auf die leichte Schulter nehmen natürlich, das muss jeder immer, die Sicherheit muss jeder immer für sich selber einschätzen. Wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht, wir waren in Hochrisikogebieten und können jetzt nichts Negatives darüber sagen. Teilweise haben diese Hochrisikogebiete eine viel niedrigere Inzidenz gehabt als Deutschland. Von daher muss man für sich abwägen, ob es was für einen ist oder nicht. Aber halt nur nochmal dazu, das RKI gibt halt diese Empfehlung und dann muss man abschätzen, will ich das oder will ich das nicht. Genau. Ja, und wie gesagt, wir sind im Februar 2021 losgezogen, wo hier auch mitten im Lockdown alles war. Und dadurch, dass das Jahr davor ja auch schon so ein bisschen komisch war, konnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie ist es im Moment zu reisen. Und als wir in Frankfurt am Flughafen waren, also ganz ehrlich, da war fast genauso viel los wie immer, sage ich jetzt mal. Also es gab genug Leute, die unterwegs waren, die gereist sind. Unser Flieger nach Costa Rica war voll. Wenn wir im Inland Flüge gebucht haben, zum Beispiel in Kolumbien Inlandsflüge. Die Flughäfen dort waren auch komplett voll und die Leute sind einfach gereist. Und und die haben auch, glaube ich, niemals aufgehört. Natürlich jetzt 2020, als gerade angefangen hat und der ganze Flugverkehr lahmgelegt wurde. Klar konnte man da nicht reisen, aber letztes Jahr war es einfach möglich und wir haben nicht wirklich gespürt, dass es jetzt großartig anders war. Ja. Natürlich muss man viele Vorkehrungen treffen und die Planung ist vielleicht teilweise ein bisschen anders, aber Reisen war 2021 möglich und ist es aktuell auch immer noch. Ja, und genau, ich glaube auch jetzt wird ja immer mehr, also in Europa wird es immer lockerer werden, viele andere Länder machen auf oder haben einfachere Einreisebedingungen und von daher wird jetzt 2022 kann man, denke ich mal, wieder richtig, richtig gut auf Reisen gehen und eine wunderschöne Zeit haben. Vor allem sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, in manchen Ländern ist natürlich nicht so viel los gewesen und ist auch aktuell noch nicht so viel los, einfach weil die Leute sich vielleicht nicht getraut haben oder vielleicht weil sie gerade erst aufgemacht haben. Und jetzt aktuell hat man noch die Möglichkeit, einige Spots zu sehen, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Ja, also nicht so viel Touristen. Genau, ne? Nicht so überlaufen, sondern halt mit weniger Touristen und entspannter einfach. Also wir finden gerade ist sogar noch eine sehr gute Zeit, um reisen zu gehen. So, und jetzt zeigen wir euch einfach mal, in welchen Ländern wir 2021 waren. Und zwar fing es an mit Costa Rica. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Time we know it's all done. Take a bow, you win. Oh, swim against your tide, it keeps pulling me in. We fight and we fall, can we rise through it all till we find what we want? Then we lose it.
Costa Rica stand eigentlich überhaupt nicht auf unserem Plan, also auf meinem nicht. Ich glaube, Marc hat es schon irgendwie im Kopf. Ja, ich würde schon immer mal gerne dorthin reisen, so, aber... Aber auf jeden Fall nicht für 2021. Ja. Aber dadurch, dass wir einfach unbedingt weg wollten und raus mussten, haben wir uns natürlich informiert, wo können wir gerade hinreisen, was ist möglich. Und Costa Rica war die Einreise einfach total easy. Ja. Und dann fiel die Wahl sehr schnell. Und dadurch, dass Marc schon immer mal dahin wollte, haben wir gesagt, machen wir das einfach. Ja, und auch, also Costa Rica, ein wunderschönes Land. Könnt ihr mal unsere Vlogs zugucken. Und euch selbst ein Bild machen. Genau, aber können wir auf jeden Fall empfehlen. So, ja. Und nach Costa Rica ging es dann weiter nach Kolumbien. Wunderschönes Land, ein großes Land, sehr vielseitig von der Natur, was man da alles entdecken kann. Leider, wir wollten mehr vom Land entdecken, mussten aber unsere Reise abbrechen, hatte private Gründe gehabt und zu dem Zeit, als wir da waren, konnte man auch nicht so gut durchs Land reisen, weil dort heftige Proteste waren. Ja, aber ich denke mal, Kolumbien wird man vielleicht noch mal nachholen und dann auch echt mal mehr vom Land noch entdecken. Dann stand noch ein Städtetrip nach Amsterdam an und ja, Amsterdam waren wir schon mal, aber noch nicht so intensiv, wie wir es jetzt letztes Jahr gemacht haben. Und ja, Holland, das sind unsere Nachbarn und da sind wir immer wieder gerne und ja, wir wollten Amsterdam entdecken und sind dann einfach mal los. Ja, vor allem Amsterdam lohnt sich immer mal für einen Städtetrip, eine echt geile, weltoffene Stadt. Ja. Top. Unser viertes Reiseziel in 2021 war Slowenien. Sind wir 2 Wochen lang im Auto rumgereist, quasi ein Roadtrip mit verschiedenen Destinationen und wow, Slowenien hat uns begeistert. Also so ein kleines Land und so vielseitig. Wahnsinn. Auch da haben wir natürlich Vlogs, ne? Hier bei YouTube, die ihr euch angucken könnt, denn Slowenien ist so vielen gar nicht bekannt als Reiseziel, aber unterschätzt auf jeden Fall und ja. Es lohnt sich sehr hinzureisen. Ja, man hat schöne Berge, Bergseen, man kann viel Outdoor-Aktivitäten machen, man hat das Meer, also man ist von Bergen zum Meer fährt man gerade mal 1,5 Stunden, also mega vielseitig und ein echt schönes Land.
Und das letzte Reiseziel im Jahr 2021 war Ägypten im Dezember. Und wir wollten einfach noch mal ein bisschen der Kälte hier in Deutschland entfliehen und sind dann für 2 Wochen, ja, für knapp 2 Wochen nach Ägypten gereist und haben es uns da gut gehen lassen. Ja. Und auch hier Ägypten immer wieder schön. Wir lieben es einfach, das Rote Meer, ja, das gute Wetter, nette Leute. Wir sind immer wieder gerne da. Auf jeden Fall. Wie ihr seht, waren wir 2021 ein bisschen was unterwegs. Also zeigt auf jeden Fall, Reisen ist in Zeiten von Corona definitiv möglich. Es ist vielleicht ein wenig komplizierter geworden. Man muss ein bisschen mehr vielleicht planen auch. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht ist auch für das eine oder andere Land ein bisschen mehr Geld erforderlich, weil man vielleicht einen PCR-Test machen muss. Aber es gibt halt immer noch Länder, in denen man relativ easy einreisen kann, wo man vielleicht, wie zum Beispiel in Costa Rica, einfach nur ein Einreiseformular braucht und sonst eigentlich nichts, ne? Ja. Und das ändert sich natürlich auch immer wieder, da muss man immer up to date bleiben und sich immer wieder informieren, aber es ist leicht möglich, aber je nachdem, wo man hinreisen möchte, muss man ein paar Dinge mehr beachten. Ja. Und wo wir Anfang 2021 losgezogen sind, war es ja auch noch nicht so weit mit der Impfung. Da ging halt echt noch vieles über PCR-Tests und sowas. Und klar, die muss man halt teilweise bezahlen, muss man mit einplanen, dass man auf das Ergebnis warten muss und dass man halt mit ein positives Ergebnis da ist, man nicht weiterfliegen kann. Von daher ist es natürlich eine gewisse Planungssache, eine gewisse Kostensache. Aber es war alles möglich, wir sind immer zu unseren Zielen gekommen und das ohne Probleme und jetzt dadurch, dass natürlich viele Leute mittlerweile schon geimpft sind auch und viele Länder für geimpfte Leute das Einreisen ganz einfach machen, man sollte vielleicht darauf achten auch, wenn man zurückkommt, ob man dann in Quarantäne in Deutschland muss, ob die Länder, wo man hinreist, ob die eine Quarantäne verordnen. Das ist natürlich wichtig, weil man will ja nichts von seinem Urlaub verschwenden. Und ansonsten, was gibt es sonst so zu beachten? Ich glaube, das war's. Ja, wie gesagt, wenn man nicht geimpft ist, muss man halt gucken, ob man mit PCR-Tests oder Antigen-Tests einreisen kann. Auch da, wie die Quarantänebestimmungen sind, wenn man wieder nach Deutschland reist. Im Land selber kann man vielleicht vorher ein bisschen recherchieren, wie es ist, ob Bars offen haben, ob die Restaurants offen haben, ob es Sperrstunden gibt, wie das mit den Masken tragen ist, alles. Ne? Aber das kann man alles auch im Auswärtigen Amt. Wir verlinken die Seite einfach mal unten in der Beschreibung, Auswärtiges Amt, und dann kann man die Länder eingeben, in die man reisen möchte. Wobei da das Auswärtige Amt ist natürlich eine relativ gute Seite, aber auch die ist nicht immer up to date. Guckt auf jeden Fall auch noch in verschiedenen Blogs und Foren, genau, oder auf offiziellen Seiten von dem jeweiligen Land. Da findet ihr da eigentlich dann auch immer die aktuellen Infos. Also nicht nur auf eine Quelle verlassen, denn das Auswärtige Amt ist auch da nicht immer aktuell. Ja. Und ansonsten, wenn ihr jetzt immer noch ein bisschen Angst haben solltet vorm Reisen, man kann auch das eigene Land ein bisschen entdecken, haben wir auch zwischendurch noch ein bisschen gemacht hier, auch unsere wunderschöne Heimat, die Nordeifel, also Inlandstourismus boomt auch immer mehr und Deutschland ist selbst auch ein vielseitiges, abwechslungsreiches Land, wo man jede Menge Sachen erleben und entdecken kann. Das ist natürlich auch noch eine schöne Alternative. Und wenn ihr da immer noch unsicher seid bezüglich Reisen, dann schreibt uns doch einfach, denn wir planen eure Reise sehr, sehr gerne und übernehmen diese ganze Recherche, je nachdem, wo ihr gerne hin möchtet. Und das macht uns Spaß, das ist unsere Leidenschaft. Wir machen es immer wieder und immer noch. Und wer sich da immer noch unsicher ist und da vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht, kann sich gerne bei uns melden. Wir sind Euer Mann. Und Frau. Ja, so, das soll es auch von uns schon gewesen sein. Wir sind selber wieder, wir sitzen auf heißen Kohlen. Unser Fernwehbarometer zeigt immer rot an. Also wir sind auch gespannt, wo es uns jetzt 2022 hinziehen wird.
ein paar Sachen haben wir schon im Kopf. Aber wie gesagt, wir sind da auch immer sehr spontan und flexibel unterwegs. Und aber es dürfte nicht mehr so lange dauern. Es dürfte nicht mehr so lange kommen, bis schon mal wenigstens ein kleiner Trip kommt. Und wie gesagt, wenn ihr da auf dem Laufen bleiben wollt, abonniert uns, dann seid ihr immer up to date. Und wir nehmen euch mit durch die Welt. Wir freuen uns und dann bis zum nächsten Mal. See you. Ciao, ciao.